Also Clemens, wir sind hier in der Akademie Vivarium Novum. Willst du eine kleine Vorstellung der Akademie, was ist das, wie es funktioniert, geben und sagen? Okay. Narrare. Narrare. Also die Akademie Vivarium Novum, die ich kennengelernt habe durch einen Freund, ist vor allen Dingen deswegen ins Leben gerufen worden, weil man die alten Sprachen, und also Latein und Altgriechisch, aber vor allem eigentlich die Doktrin, also das Gedankengut der antiken Welt wiederbeleben wollte, wie es auch schon im Rinascimento, also in der Renaissance versucht wurde. Und deswegen lernen wir hier zusammen, also das ist jetzt so eine Art Campus, wir haben ja eigentlich alles, was wir brauchen. Im Sommer sogar im Swimmingpool. Nicht ganz unwichtig in Rom. Und wir leben hier zusammen, wir essen hier zusammen, wir schlafen hier auf dem Gelände und sind eigentlich 6 Tage die Woche immer zusammen, weil bei uns ist es so, dass wir also diese toten Sprachen so lernen sollen. Nicht mehr toten eigentlich. Ja, der Direktor von der Akademie würde vielleicht was anderes sagen, aber wir sollen halt so lernen, dass wir sie sprechen können und dadurch, dass wir sie halt sprechen, dann auch wirklich verstehen. Weil es ist natürlich eine Sache, wenn man die Sprache so lernt, wie vielleicht man das in den Schulen kennt, einfach nur übersetzen, und das ist eine ganz andere Sache, wenn man wirklich auch in die Lebenswelt eintauchen kann und dann auch die Texte viel einfacher verstehen. Also wo ich hatte früher Latein schon lange gebraucht habe für eine Seite Cicero, kommt man dann hier nach ein paar Monaten, weil wir halt hier wirklich nur Latein und Altgriechisch sprechen dürfen auf dem Campus, kommt man dann auch dann schnell dazu, dass man die Sachen wirklich begreift und mehr Zusammenhänge sehen kann, als man das wahrscheinlich jemals in der Schule gemacht haben. Mhm. Und nicht nur die unterrichtet sind auf genau. Lateinisch und Griechisch, sondern das ganze Leben hier ist auf Latein und Altgriechisch. Das war am Anfang sehr schwierig, also da hieß es dann so, jetzt Latein, und es war am Anfang ziemlich viel Gestotter, aber man macht sehr viele Fehler, man wird sehr oft verbessert, und irgendwann fängt man dann an, ohne wirklich darüber nachzudenken, richtige und ordentliche lateinische oder altgriechische Sätze dann, sprechen zu können, und merkt dann doch recht schnell, wie gut eigentlich man Fortschritte machen kann, wenn man in einer Umgebung lebt, wo das Ganze noch lebendig ist, auf eine ganz bestimmte Art und Weise, aber wo wir versuchen halt das Ganze noch so zu leben, damit es nicht eine sterile Sache bleibt, sondern irgendwie, dass das auch in uns aufsaugen. Ja. Und sprechen wir ein bisschen über Vergangenheit, Präsenz und Zukunft. Mhm. Also persönlich, welche sind die Gründe, für denen du hast entschieden, hier zu kommen, und welche Werte hast du hier gefunden? Also ich habe ganz früher, ich bin doch, glaube ich, schon einer der Älteren hier, 24, bis 25 sollte man nur herkommen können. Ich habe in der Schule schon Latein gehabt und vor allen Dingen auch Philosophie. Fand das immer sehr interessant, vor allen Dingen die Philosophie. Also ich bin nicht hier, weil ich nur irgendwie die Sprache lernen möchte, sondern vor allen Dingen mich interessiert in die Philosophie. Habe dann 3 Jahre Philosophie und Theologie studiert in Österreich. Und dort habe ich einen jungen Mexikaner getroffen, der hier in der Akademie war für 2 Jahre. Er hat gesagt, ja, wenn ihr wollt, kann ich ja mal einen Kurs anbieten mit lebendiges Latein. Ja, bin ich hingegangen, habe ich mir angehört, mitgemacht. Das war sehr lustig, weil das war nicht so, wie man jetzt Vorlesungen auf einer Universität vielleicht kennt, sondern das war viel gespielt wurde. Wir haben gesungen auch. Das ist eigentlich so, was wir hier auch machen. Und hat mir sehr gut gefallen. Hat er gesagt, ja, dann bewerb dich doch mal. Das habe ich gemacht, und dann wurde ich halt diesen Sommer angenommen. Bin jetzt 3 Monate hier, und ich muss sagen, ich war sogar vorher. Also wann?
seit Oktober. Ich bin jetzt seit Oktober 2015, also jetzt ist Januar 2016, bin ich jetzt 3 Monate ungefähr hier. Ich war auch schon einmal vorher hier, ich habe mir das kurz angeguckt, so wie du ungefähr. Keine Interviews gemacht, ja. aber kurz angeschaut und war eigentlich schon am Anfang recht begeistert, weil vor allen Dingen, ich war dann zufällig in der Philosophiestunde hier und dann wurde das Ganze auf Griechisch gelesen und dann wurde auf Latein darüber diskutiert, das fand ich sehr beeindruckend. Und ja, ich habe halt nur diese kurzen Eindrücke gehabt, war beim Essen dabei, also beim Tisch wurde dann auch auf einmal Latein gesprochen, was am Anfang recht komisch war. Über Philosophie. Auch über Philosophie. Also das ging dann erst die Stunde und dann ging es weiter beim Kaffee. Fand ich sehr interessant, hat mich dann noch mehr gepackt, sodass ich mich dann am Ende auch beworben habe. Und als ich hergekommen bin im Oktober, war erstmal alles natürlich ganz neu und viele neue Leute und sehr anstrengend auch am Anfang, also man darf das nicht unterschätzen. Man ist dann vor allen Dingen oft abends sehr müde, weil man so viel, weil der Kopf dann doch irgendwie sehr viel gefordert wird. Aber was ich vielleicht am Anfang nicht so gesehen habe, war, dass man mit den Lehrern und untereinander hier eigentlich recht familiär umgeht. Ja, eigentlich ist es, glaube ich, auch ziemlich wichtig für die Akademie selbst, dass das Zusammenleben hier so ist wie in einer Familie. Also man, das Essen, dass man zusammen isst, ist sehr wichtig. Dass man zusammen auch die Geburtstage feiert, ganz wichtig. Dass man, wir haben einen Chor hier und wir singen auch sehr viel. Da haben wir auch schon eine Reise mal gemacht. Das war auch sehr schön. Und der Geist hier ist einfach sehr familiär. Das heißt aber auch, dass wir mit den Lehrern eigentlich nicht so wie ich es jetzt aus, vor allem wahrscheinlich aus Deutschland und Österreich kenne, dass man so ein recht distanziertes Verhältnis hat. Es ist ein bisschen freundlicher, auch weil die Lehrer vielleicht auch alle sehr jung sind, weil die meisten ja auch von uns kommen. Sodass, das ist eigentlich das Angenehmste an der ganzen Sache, dass man isst sehr viel zusammen, aber man hält, das schweißt dann auch irgendwie zusammen und man hält recht gut zusammen, weil das ist natürlich sehr anstrengend und wenn man dann nicht Leute hat, die einem ab und zu mal helfen, also dass man einfach zu jemandem gehen kann und sagen, so, du erklär mir das jetzt nochmal, das gibt es hier recht oft, weil nicht alle alles gleich verstehen können. Und dann natürlich machen wir immer Musik zusammen, also jeden Samstagabend, das heißt, heute ist Samstag, heute Abend gibt es eine Art Konzert, wo alle auch was vorspielen können. Ja. Das ist eigentlich so, was ich hier vorgefunden habe. Und es war recht angenehm, weil es mal ein bisschen so ein Kontrast war zu dem, was man an Universitäten vielleicht sonst erlebt. Und die Zukunft? Welche sind deine Idee für die Zukunft, für dein klassisches Leben und auch berufliche Weise? Also ich fand vorher die Philosophie vor allen Dingen schon sehr interessant und bin jetzt immer noch dabei. Natürlich ziemlich gut, dass ich jetzt das Ganze verbinden kann mit den alten Sprachen, das auch ein bisschen besser verstehen kann. Und deswegen möchte ich vielleicht noch ein bisschen hierbleiben, damit ich die Sprachen gut studieren kann und auch vielleicht noch einen tieferen Einblick habe in die Kultur und in die Philosophie. Und dann am Ende wahrscheinlich dann als Lehrer oder Professor. Also ich muss da noch genau schauen, wie man dann universitär da weiter anknüpfen kann. Aber auf jeden Fall würde in ich Europa gerne in Europa oder wo auch immer. Österreich. Ja. Österreich, Deutschland. Ja. Du machst Berlin. Also vielleicht mache ich in Berlin dann weiter. Mal schauen. Aber das für mich erstmal, ich muss jetzt erstmal hier meine Zeit gut nutzen und dann will ich schauen, dass ich dann mit den ganzen Fähigkeiten und mit den Eindrücken, die man hier gesammelt hat, gut weitermachen kann. Wahrscheinlich im Lehren der Sprache. Weil Latein kann man nicht nur sprechen, sondern auch richtig gut verstehen, wenn man es so lernt, wie man es hier lernt. Und die Methode so ein bisschen auch zu verbreiten, ich glaube, das ist eine gute Sache. Und da kann man später viel machen. Gut.
Also, danke schön und viel Glück. Danke.